Moin Leute, Werder in Frankfurt wird ein Brocken. Das steht, glaube ich, fest für uns. Aber wir haben die Möglichkeit, uns aus einer guten Ausgangslage in eine noch bessere zu bringen. Wir können weiterhin Punkte hamstern, die sehr, sehr wichtig für uns sind. Gerade jetzt zum Saisonbeginn, damit man den Druck erstmal so ein bisschen weiter weglässt. Spannend wird es aber vor allen Dingen, wenn wir am Ende auf die Aufstellung blicken. Denn da fehlen in der Offensive ein paar Optionen. Gerade Füllkrug tut sehr weh, sein wahrscheinlich erster Ersatzmann mit Selke ist auch noch nicht fit, also da wird sich definitiv irgendwas überlegt werden müssen, was dann natürlich aber auch immer Auswirkungen auf die anderen Mannschaftsteile haben wird. Spiel gegen Eintracht Frankfurt ist ja auch irgendwie eins, was in der letzten Zeit so ein bisschen an Brisanz dazu gewonnen hat, sei es zum einen die Äußerung damals von Freddy Bobic gegenüber Kofeld, der ihm ein bisschen mehr Ruhe an der Seitenlinie nahegelegt hat, dann auch das Ding von Adi Hütter nach einem Spiel, was die Eintracht sogar relativ entspannt 3:0 gewonnen hat. Die Spielabsage der Frankfurter mit der kurzen Europapokalpause, also da kam schon viel zusammen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein paar schlechte Erfahrungen an uns. Sei es einmal ein Lucky Punch von Milo Drašica per Freistoß in der Nachspielzeit. Dann natürlich der Abstiegsfight, in dem wir uns alle noch an Gelo Bogi erinnern. Also da gab es in der Vergangenheit durchaus Highlights, die so eine gewisse Art von Rivalität entfacht haben. Was bei uns jetzt natürlich fürs Spiel immer noch ein bisschen bitter ist, Augustinsson fehlt immer noch. Für mich wirklich ein sehr, sehr schlimmer Ausfall. Der ist wirklich sehr stark in die Saison gekommen. Auch bei Standards, die er jetzt im Großteil tritt, haben wir halt einfach so eine neu gewonnene Gefahr. Er selbst auch aus dem Spiel heraus in der Offensive mit immer mehr Impulsen. Das war ja so ein bisschen was, was man an ihm immer kritisiert hat. Defensiv war er schon eine sehr solide Bank die ganze Zeit, aber in der Vorwärtsbewegung nicht so auffällig. Das hat sich diese Saison eigentlich ziemlich geändert. Deswegen eben halt auch einfach ein herber Verlust, gerade für uns, ein Augustinsson in der Form, der nach wie vor nicht zur Verfügung steht. Auch Eras rückt noch nicht in den Kader. In der Aufstellung werden wir wahrscheinlich in einer Dreier- bzw. Fünferkette bleiben, werden so ein bisschen das Frankfurter Bild spiegeln. Wo ich da so ein bisschen gerne aufpassen würde, ist das Spiel der Frankfurter über außen, auch mit vielen Flanken teilweise schon aus dem Halbfeld, weil sie einfach da gute Abnehmer mit Dost und mit Silva haben, beide enorm kopfballstark, mit Silva auch ein, der noch ein bisschen mehr mitspielt, der natürlich immer mal wieder Innenverteidiger rausziehen wird von uns, weil er sich immer wieder fallen lässt, der auch wirklich gut den Ball abschirmen kann. Die nachrückenden Spieler, für die kann er gut als Wandspieler fungieren, aber auch Dost eben mit seiner Größe. Also auch so ein Spiel, wenn mal lange hohe Bälle kommen und die Frankfurter auf zweite Bälle gehen. Das kann für uns wirklich sehr gefährlich werden, weshalb das da wirklich wichtig ist, dass wir halt, ja, defensiv first denken. Ich habe schon in den letzten Folgen gesagt, ich glaube, wir dürfen im Moment nicht so viele Wunderdinge in puncto Spielfreude von Bremen erwarten. Wenn das allerdings das dann zugute hat, dass wir defensiv besser stehen, dann muss man das erstmal so mitnehmen. Ich habe auch schon gesagt, wir sind personell nicht so ausgestattet im Moment, dass wir halt eben Gegner, die vielleicht auf einem ähnlichen Level wie wir auch an die Wand spielen könnten. Frankfurt in der Hinsicht sehe ich sogar eigentlich eher noch ein bisschen weiter als uns. Deswegen müssen wir weiter halt über das Kompakte kommen, über den Kampf, über die Geschlossenheit. Und ich hoffe da einfach, dass wir so irgendwas Zählbares aus Frankfurt mitnehmen können. Für die Aufstellung würde ich sagen, es bleibt dabei, dass wir hinten mit einer Dreier- oder beziehungsweise einer Fünferkette spielen. Insgesamt aber in so einem 3-4-3-System. Wobei die drei Innenverteidiger für mich Friedel, Toprak und Veljkovic wären. So hättest du auch mit Friedel einen Linksfuß damit bei. Einige könnten sicherlich noch irgendwie auf Moisander spekulieren. Für mich hat aber auch der Einsatz wieder gezeigt, in der Defensive viel zu viele unnötige Fehler, auch viel zu wenig Geschwindigkeit, auch das Stellungsspiel beim Moisander deutlich abgebaut. Und eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, sofern es die Situation nicht wirklich erzwingen wird, ist es eigentlich kein Starter für uns, mit Toprak auch einen, wo wir halt hoffen sollten, dass er schnell wieder fit wird. Ich weiß, auch da gibt es sehr viel kontroverse Diskussionen, wobei ich einfach denke, dass das meistens dadurch geführt ist, dass Toprak verletzungsbedingt eben viel gefehlt hat. Die Außen wären dann Mbom und Gebre Selassie, wobei dann auch ganz klar bei Manuel so ein bisschen die Defensivarbeit wichtiger ist. Ich glaube, auf der Position, da muss er sich eher noch mit anfreunden, wenn er da häufiger spielen soll. Auch diese Wechsel dann nach vorne, das wird ein bisschen anders dann als über die rechte Seite mit Theo sein. Aber wie gesagt, Safety First, dementsprechend wird das für mich passen. Ich glaube, dass Groß und Maxi so ein Zentrum bilden könnten. Groß übernimmt dabei sicherlich den defensiveren Part als Maxi, der sich dann immer ein bisschen mehr fallen lässt. Maxi dadurch eher so ein bisschen als Achter agieren kann und
In der Dreier-Offensivreihe könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Sargent jetzt an vorderste Front muss und auch soll, damit er vor allen Dingen auch eher so ein bisschen dieses Spiel in der Box weiter für sich vertieft. Und links und rechts dann Bittencourt und Chong. Chong, der schon so ein bisschen mit den Hufen schart, um so die eine oder andere Floskel zu bedienen. Sicherlich muss er noch ein bisschen an seiner Defensivarbeit arbeiten, aber ist sicherlich eine Option für dieses Spiel in der Startelf. Und ich könnte mir auch da vorstellen, dass Chong vielleicht ein bisschen mehr als 45 Minuten kriegt, einfach um den Punkt Geschwindigkeit sofort mit im Spiel zu haben und dann halt eben vielleicht für Milo Drašica Platz macht, der dann eben einmal diesen Geschwindigkeitspunkt nicht abebben lässt und halt eben dann auch nochmal eine ganz eigene Qualität mitbringt, auch im Abschluss stark ist und der dann auch sicherlich mal von den Frankfurtern gedoppelt wird und vielleicht für andere Spieler ein bisschen mehr Räume schafft. Auch Möwald sehe ich in der zweiten Hälfte mit ins Spiel kommen, muss man mal gucken, ob sich dann das Zentrum wechselt, ob dann aus dem 3-4-3 vielleicht ein 4-3-3 oder ein 4-4-2 wird, je nachdem wie die Wechsel kommen, ob dann beispielsweise ein Bomb wieder weiter nach vorne gezogen wird und ein Friedel dann die linke Außenverteidigerposition übernimmt. Ich glaube, was so Wechsel innerhalb des Spiels dann geht, da gibt es dann durchaus Möglichkeiten mit den Spielern und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dann wirklich 90 Minuten lang gegen Frankfurt laufen wird. Also Leute, ihr habt es rausgehört, ich bin sehr gespannt aufs Spiel, freue mich da auch so ein bisschen drauf. Ich erwarte spielerisch keine Wunderdinge, ich erwarte allerdings Einsatz 100% von jedem Spieler. Wenn das gegeben ist, dann agieren wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und können mit etwas Glück dann am Ende auch vielleicht was mitnehmen. Was glaubt ihr? Frankfurt auswärts, was drin? Wir schnacken drüber, reingehauen und ciao.